So. GG, Bro. Ein Goldliga-Dude. Ich meine, ich bin in Platin 2, glaube ich, mit Terran schon mittlerweile gefallen. Also der Diamond-Rahmen ist nur aus den Placements, weil dann wird man ja... Man geht ja von der Rasse aus, mit der man so normal spielt. Aber Goldliga dürfte ich eigentlich noch nicht gegen spielen. Das sieht schon sehr provisional wieder aus. Aber warten wir es mal ab. So, dann schauen wir mal, was geht. Das muss natürlich gleich schnell zugebaut werden hier. Ich darf natürlich keinen Scout haben. Was war das überhaupt? Ein Protoss. Gegen Protoss klappt das, sag ich mal, verhältnismäßig oft. Nicht, dass es wirklich oft klappt, aber ich sag mal so ein Drittel statt ein Zehntel der Spiele. Also ich baue meinen Reaper, um ein bisschen zu scouten. Aber dann muss ich, ja, dann verzögere ich natürlich die Factory, dann wird alles ein bisschen später. Eigentlich nicht gut. Aber wir versuchen es mal, um den Schein aufrechtzuerhalten. Guck mal eben nicht, dass hier wieder eine Unit reingefahren ist, die ich noch nicht gesehen habe am Anfang, aber das darf eigentlich nicht. Okay, Marines bleiben hier. Na komm, schneller, schneller, schneller. Oh, wo kommst du denn her? Okay, ich muss ein bisschen was machen, ne? Das. Aber wo kommt er denn her? Aha. Er baut Zealots. Das finde ich äußerst interessant. Okay, Stalker. Ne, den brauche ich definitiv nicht. Okay, da kommt einfach ja ein scheiß Gateway-Push. Not enough minerals. Big job, huh? Ah, just hear me. In the rear with the gear.
ATVs are under attack. Go, go, go! Our SCVs are under attack. Yes, Commander. Your base is under attack. Take it slow. Katastrophe, Leute. SCV ready. What's going on? Your forces are under attack. SCV ready. Okay. Das. Du Waypoint dahin. So, er wird eine Echse haben, ne? Daran habe ich wenig Zweifel, ehrlich gesagt. Die Frage ist nur, was hat er noch alles am Start da hinten? So, eben warten, bis wir beide haben. Dann bauen wir Worker. Bauen wir das. Dann schicken wir Marines dahin. Er hat keine Echse. Okay, okay. No GG. Na gut, na gut. Okay, Spiel. Hat mir gefallen. War natürlich sehr überraschend, dass hier Zealots auf einmal angelaufen kommen, aber ich sag mal, ich habe gesagt, ein Drittel gegen Protoss funktioniert's und das ist sicherlich eine Variante, wo es gut funktioniert.